Nein, Bubbles. Du verstehst die Liedtexte falsch. Es heißt, oh, die winzig kleine Spinne, die kochte Lebertran. Nein, Buttercup. Ich glaube kaum, dass die Spinne Lebertran kocht. Sie kroch auf den Wasserhahn. Bloß hilf mir doch. Oh, ich hab Zahnschmerzen. Du hast Zahnschmerzen? Das ist toll. Wollen Sie das näher ausführen, Professor? Oh, entschuldigt. Das passt nur gut, weil ihr heute euren Zahnreinigungstermin beim Zahnarzt habt. Ich liebe Zahnärzte. Die machen einem die Zähne glänzend und danach kriegt man ein Spielzeug geschenkt. Das stimmt. Und in Blossoms Fall wird da vermutlich auch gleich ein Löchlein gefüllt. Ein Loch, sagen Sie? Aber das ist es auf gar keinen Fall. Ich putze mir 5-mal die Zähne nach jedem Essen. Ich nicht. Ich putze sie mir nie. Ich will ein Loch haben. Wieso willst du ein Loch haben? Ist doch klar. Ich will meine Schmerzgrenze austesten. Wenn du ein Loch im Zahn hast, drücken sie an mit so einem großen alten Bohrer. Wie diese Riesendinger, die bis ins Zentrum der Erde reichen. Aber sie sind lauter und machen... Und dann sagt der Zahnarzt, du dachtest, der Schmerz war vorher schon schlimm? Dann bohrt ruhig weiter, Jungs, denn da muss irgendwo ein Nerv sein. Und dann... Buttercup, du erschreckst Blossom. So läuft das gar nicht ab, wenn man ein Loch hat. Ach nein? Heißt das, es gibt keinen Bohrer? Oh doch, einen Bohrer gibt es schon. Aber mit dem kommt man nicht bis zum Mittelpunkt der Erde. Oh. Dann kam der Regen und die Spinne wurde nass. Nee. Dann kam der Regen und die Spinne bis ins Gras. Stimmt's, Bloss? Siehst du, Bloss kapiert's. Buttercup, Bubbles, ihr seid dran. Okay, hier kommt der Schmerz. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Schwester. Blossom, du bist jetzt dran. Okay, Bloss, du schaffst das schon. Alle gehen doch zum Zahnarzt. Und sie überleben, glaube ich. Tja, Dr. Martin, das war's dann. Jetzt dürften Sie keine Probleme mehr mit dem Licht haben. Hervorragend. Danke, Darla. Ich muss hier sofort raus. Hey Mädchen, wie war's beim Zahnarzt? Er hat euch ja tolle Sachen geschenkt. Ja, kann sein. Aber ich hatte keine Löcher. Der Zahnarzt meinte, meine Zähne seien so hübsch. Er macht davon ein Foto und nimmt sie als neues Logo. Das ist ja fantastisch. Und wo ist Blossom? Ich bin hier. An der Tür. Ich war super schnell fertig. Und ich dachte mir, ich warte draußen und schnappe frische Luft. Was ist mit deinem Zahn? Tut er dir noch weh? Nein, das kam nur davon, dass ich so einen gesunden Mund habe. Gesundheitsschmerzen. Perfekt. Und zur Feier des Tages spendiere ich euch euer Lieblingseis. Knuspriges Karamell-Popcorn-Eis mit extra Erdnusskrokant. Yay! Yay! Hey, Blossom! Wo ist dein Spielzeug? Hat der Zahnarzt dir keins geschenkt? Er wollte. Aber ich habe gesagt, er soll es ausnahmsweise für sich behalten. Blossom lehnt eine Belohnung für gute Arbeit ab. Irgendwas riecht hier irgendwie fischig. Finde ich auch. Aber Boss, dieses Lachseis verkauft sich einfach nicht. Das liegt daran, dass du es nicht laut genug anpreist. Was ist denn los, Bloss? Zahnschmerzen? Willst du nicht noch mal zurück zum Zahnarzt? Nein, ich knabbere nur an meinem eigenen Tempo. Cool. Und wieso nimmst du denn keinen großen Bissen?